Chisaragi Yuto ist Polizist und auf der Suche nach den Verschollenen, die im Wald der stillen Illusion verschwunden sind. Und jetzt ist er da reingegangen in diesen Wald, hat einen Spiegel gesehen, die durchgeschritten und jetzt ist er hier in der Hölle auf Erden. Unglaublich, unfassbar. Unsere Batterie ist gleich leer. Ich muss mal ganz gucken, können wir eine Batterie benutzen? Sonst sehe ich hier gleich ganz große Probleme. So. Kamerabatterie, stecken wir mal ein, zack, jetzt geht's wieder gut. Und damit begrüße ich euch hier ganz herzlich zu Folge 2 von Shinmoku no Mugen. Weiter geht's, ihr lieben Leute, und wir haben das letzte Mal ein ekelhaftes Wesen gesehen. Guckt euch das an, da ist sie, diese horrifizierende Schlangengestalt. Sowas sieht man nicht alle Tage, das ist ja unfassbar. Warten Sie, meine Miko, also Miko, eine Tempelvorsteherin eigentlich, aber wir haben das auch als Kankandara identifiziert gehabt, oder das Wesen? Kankandara, da steht es. Schweigt. Hey! Warte! Haben wir doch gesagt. Kyoko! Kyoko? Heißt Kankandara, heißt Kyoko? Ah, mein Fuchs! Mein Herr Fuchs! Fuchs? Bis wann will sie das denn überhaupt noch machen? Bis wann soll ich das noch weiterziehen hier? Wir wissen auch die Details nicht. Vielleicht ist es Rache? Heißt es, hat es etwa wieder was mit der Blutlinie zu tun? Von ihr? Aber ich frage mich, warum du, mein Fuchs, mein Herr Fuchs, mit einem Nachfahren und einem Enkel mit dieser Blutlinie hier abhängst. Was ist passiert? Was hast du davor? Es ist nur so, er sucht jemanden. Und ich will ihm eine Weile helfen. Das ist es eigentlich alles. Ha? Auch wenn du der Fuchs bist, der Fuchsherr, so bleib, sei dir das nicht verziehen. Kyoko. Ich bin auch wütend auf sie. Sie hat mir all meine Schwänze abgeschnitten. Fuchsschwänze wahrscheinlich dann, ne? Ich will auch alles daran geben, sie niederzuringen. Ich habe gehofft, dass es soweit kommt irgendwann. Die Angelegenheit ist geklärt. Also, nun verschwinde. Mehr will ich von dir nicht. Diejenigen, die verschwunden sind im Wald der Illusion, sind nicht tot. Deshalb beruhig dich. Konzentriere dich nur auf das, was du siehst. Alles klar. Ich wollte mich heute mal ich erstmal mit nur den Schlüssel und gehe. Nee! Was in der Welt? Warum kommt so ein Dai hier raus? Was ist das überhaupt? Ich kann das nicht, deuten. Sieht sonderbar aus. So, was haben wir denn hier? Da ist doch ein Magatama drin. Nehmen wir. Wir haben ein Magatama. Keine Sorge, das war nicht ich. Das war auch keine Frau hier in meinem Zimmer, in meinem Aufnahmestudio. Keine Sorge, das wäre in-game. So, zerstört ist da dieses, dieser Wandbahn. Alter, unglücksverheißender Hausaltar. Ich untersuche mal die Schubladen. Haben einen Schlüssel gekriegt. Leere Schublade, leere Schublade, leere Schublade. Ein Kamerabatterie. Wie viele Schubladen müssen wir denn gucken hier noch? Schublade auf Japanisch übrigens. Hikidashi, Hikidashi. Raus, was zum Rausziehen. Higidas ist rausziehen. Higidashi, das Rausziehbare. Sozusagen. Schreit denn das? Ich hab ehrlich, das ist ja widerlich. Alter, wie laut es ist. Es ist aber zu laut. Ey, es ist zu laut für meine Ohren. Ich gehe kaputt hier. Warte mal kurz. Ich muss ohne Kopfhörer weiter spielen. Das ist ja unerträglich. Vor langer, langer Zeit. Vor langer Zeit sind das wahrscheinlich hier Schwerte, die in der Heian-Zeit benutzt wurden. 10. Jahrhundert sind etwa. Ne, 9. Jahrhundert. Kleine Schwerter und eine Schwertscheide, die zusammen hier sind. Und aber nicht rausziehbar sind. Wahrscheinlich sind sie verrostet. Alter, ey, halt deine... Ey, das ist ja unfassbar. Wie lange schreit denn da noch wer? Wir müssen uns da wahrscheinlich dran gewöhnen. So, ein Buch, ein ziemlich altes Buch, was ziemlich kaputt und verlottert ist. Wollen wir es... Ich kann es scheinbar lesen. Wollen wir es lesen? Ja. Wenn das nicht so laut wäre im Hintergrund, verdammte Scheiße. Der Schlangengott aus dem Dorf. Aus dem Dorf Yokota. Alter, wie laut! Es hört nicht auf! Es war ein optisch was, also vom Außen gesehen, rein optisch war es ein sehr
stilles Örtchen, dieses Jota. Und dieses Dorf, vor langer, langer Zeit, vor 50 Jahren in etwa, wurde es plötzlich von einer großen Schlange angegriffen und heimgesucht und beherrscht seitdem, ja. Zu dieser Zeit, durch den Angriff der Schlange, sind fast alle Kinder in dem Dorf gestorben. Das ist ja furchtbar. Und die Bewohner des Dorfes haben dann der Schlange, die Schlange zum Herrscher wurde, auch Gaben gebracht. Und ja, um dann die Zahl der Opfer zu senken, haben sie gesagt, dass sie jedes Jahr einmal im Jahr ein Kind, das 10 Jahre alt wird, sowie Reisende, also Touristen, als Opfer darbringen. Aber irgendwann gab es halt auch zu diesen Opfern gab es eine Grenze, ne? Die kann man halt nicht unendlich opfern. Und dann ging es halt zu einem Schlangengott und haben mit ihm gesprochen. Und der Schlangengott hat wie folgt gesprochen: Dann opfert mir eine Miko, also eine Schreinassistentin oder eine Schreinvorsteherin. Und die das Dorf beschützt, die opfert er mir. Und ja, es war dann so, dass in diesem Dorf von langer, langer Zeit her gab es immer hier sehr viel Sonnenschein und war schon wieder ein sonniger Ort. Und war dann geboren eine Miko, eine stumme, schweigsame Miko. Und die wurde dann genutzt letztendlich dafür diesen Fall. Und ja, sie wollten sie halt ein Opfer geben, als Opfer darbringen, damit halt Sonnenschein kommt halt, dass die Sonne strahlt und ne, dann auch die Sachen gedeihen und sowas. Und das dachten sie halt. Aber dann hat sie gesagt, nee, das macht sie nicht, ich will sie nicht. Und sie haben dann wieder gesprochen mit dem Schlangengott und der sagte dann wie folgt: Wie ihr seht, habt ihr in diesem Dorf werden Kinder geboren, die sehr viel Geisterkraft haben, beziehungsweise übernatürliche Fähigkeiten. Scheint ja groß zu sein, ne? Zieht sie als Miko auf. Und wie wäre es, wenn ihr das macht und sie als Miko dann aufzieht? Und dann könnt ihr, wie wäre es, wenn ich dann diesen Ort hier fortan begrabe mit mir? Oder was? Wie ist denn jetzt los? Eine Weile ging es dann weiter, auf jeden Fall haben sie die Miko wahrscheinlich preisgegeben, ne? Und an einem Tag, an dem es geregnet hat, wollten sie die zweite Miko dem Schlangengott opfern und das haben sie dann gemacht, aber die Miko ist im Körper dieser Schlange, hat sie ein Messer gezückt und hat im Innern der Schlange in den Körper hineingestochen und sie verletzt. Und ja, das war natürlich schrecklich, auch für die Schlange, die hatte Schmerzen. Und die Dorfbewohner wollten dann den Zorn der Schlange besänftigen. Und die Miko, die da im Körper noch rumgekreucht ist, die haben sie dann mit abgeschlagen, mit Sicheln. Mit Kammer, ne? So Sicheln abgeschlagen. Und ja, es war dann so, dass dann die Miko aufgegeben hat und konnte sich nicht widersetzen. Und dann hat sie den Tod angenommen und ist gestorben in der Schlange. Aber durch das Herumfuchteln der Tussi da in der Schlange drinne wurde die Schlange schwer verwundet und am nächsten Tag wurde sie entdeckt, wie sie tot im Wald lag. Und ja, was das Dorf anbelangt, konnten sich retten von der Herrschaft des Schlangengottes und so kam dann schließlich doch eine weitere Dürre, hat eingesetzt und das Leid setzte sich fort. Und mein Leid setzt sich hier offensichtlich auch extrem fort, nicht weil hier altes Essen drin ist und hier Fliegen rumschwirren, sondern weil dieses Geschrei so erbärmlich ist, dass mir fast wirklich... sowas habe ich noch nicht erlebt. Gut, dass ich mit Kopfhörern spiele, weil sonst hätte ich wahrscheinlich schon die Polizei hier. Bei mir im Zimmer hängen. So, du bleibst da drinnen. Kein Bock auf dich. Was zur Hölle? Ah, das ist wieder so ein Wundersäckchen, ne? Nee, du Ding da, dich fass ich nicht mehr an. Schokolade. Nix. Ein Schlüssel. Nix. Sitzkissen. Futons auf dem Boden der Bierchen rausgelegt. Ah, hier kann ich mich verstecken drin, ne? Für den Fall der Fälle. Aber dann erstmal Schlüssel benutzen. Das ist doch wer. Das gehört jetzt. Ah, was ist hier los? Was ist das da? Hier, guck mal, das ist so eine verdorrte Blume ist da in einem Töpfchen. Wenn ich die anfassen würde, dann wird sie zu Staub, dann wird sie zu Pulver. Pulverisieren wir die. Da oben ist auch wieder was, ne? Schlüssel haben wir. Wir kriegen aber echt viele Schlüssel. Können wir bald einen Hausmeister-Service eröffnen, wenn es schon weitergeht. Unfassbar. Ah.
Fein. Hier ist scheinbar irgendwas drin, ne? Aber es stinkt so unglaublich. Wahrscheinlich irgendwas verrottet ist. Irgendwas verwest. Ein weißes Wandbehängchen da. Das sind auch wieder die gleichen Schwerter und Schwertscheiden. Eine Kiste, die zu ist. So, jetzt sind wir hier aber einmal schon mal komplett. Haben wir von irgendwas entdeckt? Waren wir jetzt schon überall? Waren wir hier schon? Hier waren wir auch schon, oder? In Folge 1 waren wir hier doch schon gewesen. Folge 1 liegt gar nicht so lang zurück, aber ich glaube, hier waren wir gewesen, ne? Hier haben wir auch dieses Spiel. Oh Gott, 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 oh Gott. Game over. Kurando wurde gerade eben im Boden versenkt, in sein Grab geworfen. Ich weiß nicht, was mich da gerade getötet hat. Da hat sich irgendwie so eine Frau hat sich da breit gemacht von mir, du. Sieht man auch nicht alle Tage. Also, das ist für mich ein Novum. Jetzt wieder so ein Ding, ne? Hier war ich auch schon gewesen, ne? Ah, hier, diese Plunderkiste habe ich noch nicht geöffnet. Aber ich kann noch nicht, weil ich habe einfach nichts zum Öffnen. Hier habe ich auch schon alles. Was, wenn ich hier reingehe? Sind wir dann die los irgendwie? Ich frage mich, ob ich irgendwie das Geschrei verhüten kann. Das ist unfassbar. Also. Vor allem, wie haben sie diesen Sound überhaupt generiert? Hat der Entwickler da reingeschrien? Oder die Entwicklerin? Ich will jetzt nicht sagen, dass. Ah, verdammt, das hat mich berührt. Das tötet mich scheinbar nicht. Das Gückte. Ich kann jetzt nicht sagen, was für einem Geschlecht Gückte der Entwickler, die Entwicklerin angehörig ist. Deshalb, ich lasse es jetzt erstmal so. Das Teil habe ich erstmal eingesperrt und wir sind schon auf der Flucht vor dem nächsten Aggressoren. Können die Türen öffnen, ne? Nee, aber es hängt da fest. Ah! Jetzt sind sie aber überall. Verdammte Scheiße. Ich weiß nicht mehr, wo ich gucken soll. Ich habe alles schon gemacht. Letztendlich habe ich das schon wirklich überall jetzt meine Hände dran gehabt, oder? Wie schnell! Ey, warte mal. Kuh war's. Es war Kuh gewesen. Ich weiß aber nicht, wo ich hin soll. Hier war ich doch schon überall. Hier? Es ist so viel in dem Spiel los. Oh. Ey, die Spiele sonst sind noch nie so stressig, oder? Viele kaputte Bücher, alte Bücher. Hier ist ein schönes Goldfischglas. Viel schöner, als man dachte, ja. Und da sind sogar noch lebende Goldfische drin. Mal schön. Schublade. Ach, guck mal, hier ein magischer Spiegel. Was kann man damit machen? Magic Mirror. Ein magischer Spiegel. Guck mal, der ist hier mal geschmückt mit... Wirklich ein wundersamer Spiegel. Geschmückt mit Magatama. Aber ich sehe mich nicht drauf. Kann ich den finden? Nee. Kann ich drücken, wie ich will? Es passiert nichts. Gar nichts. Na dann, niente. Keine Reaktion von dem Spiegel. Aber Schlüssel finden wir. Schlüssel mag ich gerne. Was ist das denn hier? Da drin hier? Da ist ein Magatama drin. Magatama genommen. Drin, ein blutbeschmierter Wandbehang, du. Ist ja furchtbar. Ist ja schrecklich. Sehr. Märtyrium, was wir hier durchmachen müssen. Schlüssel für Gittertür. Geil. Saubere Sache, würde ich sagen. Hier, schwarzer Bambus. Schwarz gefärbt, oder was? Hier, lumpige, hingeworfene Schriftstücke. So. Guck mal, hier geht es. Ich hoffe, ihr hört auch mit Kopfhörern, weil sonst droht euch was Schlimmes hier noch. Bei dem ganzen Gejaule. Ich weiß nicht, ich höre nicht zu machen. Hallo. Geht der Türschlüssel für den Spawn? Da muss ich mal speichern, du. Da muss ich mal speichern. Eieieiei. Meine Herren, was ist denn das für eine Kiste? Ja, verrostete Schlüssel benutzt. Da ist ein Magatama in einer komischen, unheimlichen Farbe drin. Ein rot gefärbter Magatama haben wir. Was macht denn dieser? Was macht denn dieser Drops da mal hin? Rot gefärbt, ein bisschen anders als die gewöhnlichen Magatama.
Boah, ich bin speichersüchtig in dem Spiel, wirklich. Zu viel Angst vorm nahen Tod. So, haben wir jetzt eigentlich alles durchforscht, ja, ne? Da waren wir drin, da haben wir eigentlich jeden Schrank einmal angeguckt, verschlossen. Oh Gott, da ist wieder so einer, ne? Ja, guck mal, Kiste geöffnet, Magadama drin, Magadama genommen. Schublade Schoko, Schokoriegel. Traumperle. Ich hatte gerade schon die Hoffnung, dass das Geschrei aufhört. Alter, willst du mich verarschen? Eingesperrt, gespeichert. Das ist meine Philosophie vom heutigen Tag an. Verschlossen, was soll man machen? Ist das hier? Alle in Magatama reingemacht, was? Hä? Warum? Das ist ein leerer Platz, an den leeren Platz? Herr Kuseki, aber es ist ein leerer Sitzplatz. Das ist kein leerer Sitzplatz hier, wo wir die Magatama reingeschickt haben. Ganz besondere, keine besonderen Punkte dran zu sehen. Muss ich das verstehen? Habe ich auch das rote Teil reingeworfen? Ich habe da alles. Nee, das rote habe ich noch. Lichterfüllter Talisman. Gerade bin ich so ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, wir haben den Tölpel hier noch, ne? Da ist noch eine Kiste unten. Da waren wir noch nicht dran. Da müssen wir hin wahrscheinlich, ne? Ich lock ihn mal kurz. Komm mal her. Komm mal her, Kollege. Ah nee, da ist so ein anderer noch drin. Ah, scheiße! Kleister. Und vergessen, dass das war ja mein Rückzugspunkt für den letzten Tölpe da. Den müssen wir anders entsorgen. Warte mal. Aber kann ich die da reintun, ne? Warum auch immer. Vielleicht entfessle ich damit irgendwas anderes. Komm mal mit. Nie gerade was schnei. So. Komm hier. Speichern. Das ist speicherungswürdig, sowas, oder? Ich habe immer noch Q. Ich habe immer noch Q. Boah, du bist so ein Kackding, ne? Die Journey auch noch. Ja, warte mal, kann ich den. Ah, den Spiegel hinmachen. Wo war denn diese Box hier? Hier war noch eine Box. Und auf die Geburt, komm mal da rein jetzt. Ja, komm mal da ran. Verschlossen. Alter, was soll ich denn tun, bitte? Schlüssel gefunden. Ach, ernsthaft? Haben wir hier noch gar nicht. Wachsen die Sachen nach? War das Schlüssel für die Box? Nee. Ein kleines Schlüssel. Wo kriege ich denn noch einen kleinen Schlüssel her? Ohne zu sterben. Ach, krass. Ich sehe gerade, ich bin verletzt. Ups, leider die Soundeinstellung will ich nicht machen. Item Schokobar essen. Okay, das hält uns tatsächlich. Keine Ahnung, was ich tun soll. Kamerabatterie brauche ich noch nicht, glaube ich, oder? Nee, noch nicht. Hab den Spiegel. Muss ich am Spiegel noch rumfummeln oder so vielleicht? Oder ich habe wirklich irgendwas verpasst noch. Das wäre aber echt so ein bisschen fies. Ich weiß, bei Shadow Corridor, sprich Kagedo, wo das Spiel angelehnt ist, da muss man auch 10-mal Sachen untersuchen und die Sachen alle finden. Ah. Ist das Ding jetzt einfach durch die Tür gekommen? Ja, klar ist es durch die Tür gekommen. Dankeschön. Okay, die verletzen uns immer nur leicht. Da haben wir ja die Schokoriegel für. Ich weiß nicht, wie ich die Kiste öffnen soll. Ich war doch überall schon, oder? Ich muss irgendwas verpasst haben. Ich glaube, die Frau schreit noch zu leise für mich. Geh nochmal zu dem Spiegel. Kann ich nichts machen. Hier war ich jetzt zum 35 Mal. Also da muss ich bestimmt nicht nochmal hin. Da unten war auch so eine Trulle. Komm hier. Hä? Q. Da kann ich auch nicht nochmal hin. War hier unten noch was? Nee. Da war auch diese gelbe Box noch. Verdammte Scheiße.
noch was reinwerfen? Hier kam ich auch noch nicht rein, ne? Ach doch, hier komme ich rein? Alles klar. Was ist das? Weiterer Spiegel? Der Spiegel hat seine Kraft verloren, offenbar. Soll ich jetzt wieder zurückgehen oder eher noch weiter tiefer hinein? Was, worum geht's das? Schickt er mich zurück? Komm ich weiter? Hey, Kudi! Möchtest du zurück? Ich kann doch nicht alleine zurückgehen. Aber wenn ich noch zurückgehen würde, dann könnte ich natürlich Hilfe, Unterstützung anfordern. Das wäre auch gut. Dann müsste ich dann Leute holen hier, ne? Wenn du zurück wollen würdest, kann ich dich zurückbringen. Aber niemand wird dich mehr, wird sich nicht mehr an dich erinnern können. Was hat das zu bedeuten? Von dem Moment an, wo du den kleinen Schrein betreten hast, wurdest du schon von allen vergessen. Das soll das bedeuten. Aber wenn du ewig hier bleiben wirst, dann werden die... Also wenn du hier bleibst, dann wirst du dich nach und nach an die Leute erinnern, die verloren gegangen sind oder verschwunden sind. Natürlich auch die Person, die du suchst. Du musst dich also weise entscheiden. Ich alleine, schaffe ich das überhaupt? Als ich alle versteckt haben im Wald. Also da waren... War eine einzige Person, nein, zwei Personen waren da. Also, du darfst ruhig Selbstvertrauen zeigen hier. Trau dich, verstanden. Ich bete für dein Gelingen. Ich kann dir nur bis hierhin helfen mit diesem Körper. Wenn du jetzt weitermachst, dann wird... Achso, okay, wenn ich jetzt weitermache, dann wird der kleine Hund hier sterben. Hat sich also nur den Körper vom Hund geliehen. Also das heißt, wir verabschieden uns hier jetzt, ne? Wenn du natürlich jetzt gehst, dann wird dort jemand sein, der noch bei Bewusstsein ist, der dir helfen kann. Zwar nur kurz, aber... pass auf, dass nicht die anderen... Achso, dass er nicht von den anderen beherrscht wird. Eine blaue Dame solltest du suchen. Eine blaue Frau? Eine blaue Frau? Ich weiß zwar nicht, was du meinst, aber ich hab's verstanden. Okay. Da werde ich wieder gespielt im Spiegel. Untersuchen. Wie lange willst du noch diese sinnfreie Rache-Gelüste weiter ausleben? Du warst doch, als du noch gelebt hast, so ein nettes Mädchen. Ich werde dich aufhalten. Das ist meine Logik, meine Vernunft als Freund von dir. Mein Auftrag. Also, diese Anspannung. Du brauchst sie nicht niederlegen. Und ja, es wird auch nichts... Achso, du brauchst sie nicht leeren, denn es wird... Ah, okay, noch... Es werden noch Gefahren lauern, auch letztlich. Aber es wird anders werden von der... vom Charakter her. Ist wie mit der Familie, nicht wahr? Ah, Familienangelegenheiten, die hier noch ungeklärt sind, offensichtlich. Chapter 2. Kanjo. Gefühle. Empfindung. Das Gespür. Oh, was ist jetzt los? wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich habe ein ungewöhnliches Gefühl hier. Ich habe auf sie gewartet. Ah, blau. Das ist die Farbe blau. Lara, du bist es, nicht wahr? Die Person, die physisch noch hier oder psychisch noch einigermaßen auf der Spur ist. Das hat mir der kleine Hund erzählt, der an meiner Seite war. Du würdest wissen, wenn ich von Kiznissam, also dem Herrn Fuchs da, Fuchsherrn, Fuchslord rede. Ah ja, er hat gesagt, dass er sie hierher führt und ich sollte sie bitte zum nächsten Bereich bringen. Also dann bitte ich um ihre Hilfe. Deshalb möchte ich aber vorher noch eine Sache fragen. Ist in letzter Zeit noch jemand gekommen außer mir? Wo Sie davon sprechen? Ja, vor einiger Zeit ist eine Person gekommen, die genauso aussah wie Sie. Nur eine Frau war. Ich habe sie bis zum nächsten Gebiet gebracht.
konnte auch hierher kommen durch den Spiegel in der Wand. Es hat einige Zeit gedauert. Aber es war nichts Besonderes, also sie hat es geschafft und kam dadurch, ohne dass irgendwas passiert ist noch. Es waren viele, hier sind viele Geister unterwegs. Also es ist gefährlich, weil man dem Tod entfleucht sozusagen. Aber ich habe noch nicht, wurde noch nicht von den Geistern beherrscht. Eine Frau, die gleiche Kleidung getragen hat wie ich. Ist doch nur einen Tag gegangen, seitdem ich hier bin, also... das muss die Person sein, die ich suche. Danke, dass du mir das erzählt hast. Jetzt kann ich ein bisschen, habe ein paar Informationen gesammelt, die mir vielleicht weiterhelfen werden. Mein Name ist Kisaragi Yuto. Ich werde von hier wegschreiten. Ich werde weitergehen. Das ist ein bisschen komisch, also die Sprache hier. Aber ja, hier ist es scheinbar nicht sicher. Mein Name ist Berika. Ja, ich gebe alles, bis dass sie in. Also, ich werde an meine Grenzen gehen, um sie an den nächsten Gebiet zu bringen. Ich helfe ihnen. Berika also. Hier im nächsten Gebiet, meine lieben Leute. Wenn das nicht ein guter Punkt ist, um zu sagen, wir speichern nochmal saftig und machen hier das nächste Mal weiter. Und gemeinsam mit Berika werden wir dann hoffentlich auch dieses Gebiet bestehen. Bis dahin könnt ihr nochmal schreiben, wie findet ihr das Spiel? Könnt ihr natürlich auch ein Like hinterlassen, abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt, und die Glocke aktivieren. Und wenn ihr jemanden kennt, der sich interessiert für japanische Spiele und so, ja, hört ihr das Glöckchen. Guck mal, das war das Glöckchen, was ihr gerade aktiviert habt. Super. Dann könnt ihr schreiben hier. Guckt mal, ein paar Leute noch. Ein paar mehr Leute hierher kommen. Das wäre doch schön, ne? Und ja, das nächste Mal geht's weiter. Bis dahin, passt bitte auf euch auf, bleibt gesund und untergabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.